Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, wir wollen wieder in die Etherländer. Ich weiß immer noch nicht, was da liegt. Da liegt wahrscheinlich der Unterbereich von Yggdrasil, wo man hier irgendwo die Druckplatten runterspringen kann. Wenn ich von hier aus dann den Weg dahin finde. Irgendwann mal. Ja, bei den Ätherländern wollten wir weitermachen. Einmal wollte ich hier bei den beiden Durchgängen alle Teleporter abchecken. Also die, die mit X markiert sind, sind nichts. Und da muss ich irgendwann mal doch die Kontaminationszone. Obwohl, die können wir gleich als erstes checken. Ich muss nur ganz kurz gucken, wie der Dings ging. Blinkgate. So, da wollen wir rein. Können wir das ja gleich als erstes tun. Dekontaminationszone. Au. Wieder au. Moment mal, ich kann doch Wände erschaffen, oder? Oder ein Reflection Shield oder so? Und ja, ich bin wieder draußen. Recharge Item, das ist es nicht. Detect Secrets, Prismatic Sword, Resist Magic. Also ja, da ich schon neugierig bin, wo mich der Teleporter hinführt. Au. Das war jetzt doppelt blöd. Menü. Load Game. Autosave. Ich hätte, hab aber schwören können, dass ich irgendwie ein Nee, Electronic Pulse war es nicht. Ja, das da. Aber das hält nur 6 Sekunden. 2 Sekunden. Naja, ich glaube, ich versuch's dann doch weiter mit einfach mit Schutzschild. Hatte schon mal nicht den gewünschten Effekt. Jedenfalls nicht, dass ich was sehe. Nur, dass es böse Aua macht.
Ja, Blinkgate ist zusammengebrochen. Okay, das heißt, Teleporter checken. In den dritten. Ja. Checken wir erstmal die Seite. Also in den dritten wollen wir. Erster, zweiter, dritter. Das war der vierte. Okay. Schön, lass mich hier raus. Kein Wespenschiff in der Nähe, kein Blinkgate in der Nähe. Ich will raus hier. Weil ein Teleporter wird es ja geben müssen, der funktioniert. Andere Richtung. Erster, zweiter, dritter. Ach. Also der ist ein... Yo. Und bringt mich nach Io. Gut. Schön, das hätten wir dann schon mal geklärt. So, das war ein Yo. Also checken wir hier mal den dritten auf der Seite. Also drei Felder. Eins, zwei, drei. Okay, ich bin gerade in den reingegangen. Der ist auch ein X. Jetzt bin ich aber schon wieder hier. Jetzt bin ich hier. Hier kann ich mich im Kreis drehen. Was ist mit dem da hinten eigentlich? Wenn ich gleich wieder rausfliege, kann ich es mir ja angucken. Kann ich mir ja auf die andere Art angucken. Hier rum nämlich. Da rein. Hier kann ich meine 60 Sekunden nachladen. Ah, der bringt mich hier hin. Also ist das... Ich markiere den einfach mal mit A. Nach A. Wow, bringt mir gerade nur so... Ah! Viel.
Only the most evil aromancers will be able to shift through this maze. Remember, do not linger too long. Aha. Ach herrje. Die Richtung ist schon mal falsch. Die Richtung geht's nicht, also geht's nur nach oben gerade. Oder einfach mal raus. Da muss ich rein, das heißt, ich müsste eigentlich in den da rein und... Ja. Soweit ich weiß, kann ich hier nochmal irgendwo nachladen. Genau da. Danke. Wo war jetzt der Jo? Da war der Jo. So. Also ja, auf der anderen Seite ist halt die Frage. Der hier kann mich nur nach da oder da porten. Ja gut. Für das Rätsel hätte ich eigentlich ganz gerne... Okay, nach da oben geht schon mal nicht. Das heißt, es geht nur nach hier hin. Von hier aus müsste es dann nach da oben gehen. Na, ich höre schon wieder was. Gut, wie komme ich an? Achso, das wollte ich ja machen. Ich wollte Mystery Ore offscreen transformieren. Dass ich endlich dieses Schwert anziehen kann. Ice Magic wärst übrigens du hier. Den können wir mal rausschmeißen. Dann wieder reinporten. Das überlegen kurz, was wir machen könnten. Ich könnte mal gucken, ob hier auch so eine Dings ist. Da muss ich nur ins Jo reinspringen. Mich rüberporten. Ah ja. Steht da? Aromancer Library. Oh. Ha. Euch kann ich jetzt sauber entfernen. Ohne dass ihr mir Probleme macht. Evermans Library North. Und ja, ich habe bereits Sachen hier rumliegen gesehen. Ist doch schon mal ein guter Anfang.
So viel dazu. So, in die komme ich wieder hier durch das Jo. 1, 2, 3. Ein Amethyst zum Transportieren. Noch ein Amethyst zum Transmutieren. Ein Teleport. Force Field kennen wir schon. Es gibt doch nicht, dass es in einer Aromancer-Bibliothek kein einziges Aromancer-Buch gibt. Federfall, das kennen wir auch bereits. Oh,